Es geht weiter bei Anno 1800 im Netz Fuchs nach dem Intro. Der nervt. So, hallo zusammen. Mein Name ist Fitz Fuchs. Ich bin bei der Anno 1800 im Netz Fuchs mit Higgins. Hallo. Hi. Ist alles durcheinander gewürfelt, was irgendwie nur ging. Aber sei es drum, wir wurden ja auch gerade noch angegriffen. Was ist denn hier nochmal? Das ist doch der Typ, ne? Ja, ja. Ne, dann warten wir, bis wir wieder günstiger büffeln können. An die Segel und Brassen. Fahr ich den schon nochmal zurück. Gucken wir gleich nochmal, ob wir ein paar Leute organisiert kriegen. Hier wieder ein Schiff für uns. Ja, eins, das ich kaufe, um zu verkaufen. Dass da wieder ein anderes spawnen kann. Der Trompetenfisch. Jetzt geht's ja aber ab. Gibt es den? Trompetenfisch. In echt? Gibt es den? Stimmt, oder? Bestimmt. Bin jetzt nicht ganz so. So, sie hat eine Mission, die würde ich gerne annehmen. Hast du genug Mumm in den Knochen? Ja. Gut. Du traust dich was. Stören Sie einen Clipper, wie süß. Und der steht nur an der bescheidenen Stelle. Gespeichert. Aber ich zieh mal die zwei hier ab, die da an der Mitte. Oder ist der hier oben? Ah, der ist hier oben. Ich glaube, wir müssen da gar nichts machen. Wir warten einfach mal, bis der uns generell vor die Flinte fährt, weißt du? Wo ist denn? Der ist links oben. Ungefähr. Der dümpelt da rum. Ja, der wird schon irgendwas von irgendwas versenkt. Gucken mal. Meistens trauen die sich ja selbst in unseren Hafen so nah ran, dass sie auf die 12 kriegen. So, ist das schon wieder da. Das Piratenschiff ist echt schnell. Scheiß. Das gefällt mir gut. Ach, mach da noch einen Anker rein. Ach so, ja. Oh mein Gott. Okay. Immer noch. Mhm. 145% Chance, komm. Jawohl, Belohnung entdeckt. Das, oh! Commodore Stephen Drake, Hüter der Embragos. Alter, Schaden durch die... Krass. Naja. Ja. Ich hätte lieber einen anderen gehabt. Achso, den kriegen wir zusätzlich. Jo. Den kriegen wir zusätzlich. Ja, den kriegen wir jetzt gerade so. Den kriegen wir einfach so geschenkt. Es ist gar nicht die Belohnung der Mission. Ah ja, dann. Nee. Schmeiß was raus, so nur diesen dicken, bärtigen Vogel da. Ja, den habe ich eben gerade ersetzt. Den tauschen wir gerade aus hier. Tschüss. Der Matrose haben wir nämlich noch ein, zwei gekauft. Okay, fürs Ende der Mission hätte es mich dann doch ein bisschen geärgert, weil... Hier ist noch einer. Oh, scheiße, hier brennt's. 170, ich klicke. Juhu! Gold. Waren. Wow. Ernsthaft, das war's? Nee, das ist nur so ein Zwischengeschenk. Ach so, so ein Zwischending. Nee, das lassen wir mehr, brauchen wir nicht. Ach, lass die da. Tschüss. Ich kann sie nur warnen. Boah, da haben wir nur noch 8%. Ja, aber wenn sie jetzt nach Hause kommen, ist halt geil, ne? Ja, gut, komm. Was war das für eine? War das die Bloodaxe? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Welches Schild? Doch. Okay. Soll ich schon mal eine neue bauen? Na, hallo, wir dürfen die Bloodaxe nicht verlieren. Die ist voll krass, ey. Weißt du, was hier bei hat? Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen... Ja, ich hab jetzt doof geklickt. Es tut mir leid. Ich hätte es vielleicht heimschicken sollen. War doof. Ja, okay. Ich weiß nicht, was die dabei hat. Kann ich das jetzt noch sehen? Ja, drück einfach auf die Expedition. Du, ja, was hat die denn dabei? So toll ist es jetzt auch nicht. Okay. Das ist das Schiff, was outrangen kann, jeden Kontor. Ja, aber das ist nichts, was wir nicht nochmal zusammenkriegen. Es wird zwar trotzdem schade, da gebe ich dir recht, aber wir können wieder befinden. Das ist die Bloodaxe. Ich meine, erklär das mal Bloodaxe, wenn man die Bloodaxe weg ist. Deswegen bauen wir sie ja neu, dass es gar nicht merkt. Ja, das kannst du nicht machen. Also das ist nee. Das finde ich nicht gut.
Bücher haben wir, glaube ich, schon alles. Ne? Da brauche ich nicht nachgucken. Kannst du gucken, was verschossen wird? Mhm. Der Lotse. Ja, der Lotse. Haben wir hier noch Rathaus, Mr. Gründerbeck des Tycoon Clubs? Ja, der war gut. Aber davon haben wir zwei noch. Und noch einen Kauf? Ja, so viele werden wir noch nicht brauchen. Na gut. Ach, hier haben wir den Hasen gerade weggeschmissen. Ich kaufe wieder einen Schlepper. Was haben wir hier noch? Die Schullehrerin. Brauchen wir nicht. Weiterwürfeln. Schaden an Gebäude, Schaden durch Schiffe, nichts. Schiff unter Beschuss. Schon wieder? Was ist denn los? Hafenmeister. Soll ich gucken oder hast du geguckt? Ja, war nichts Wildes. Nochmal der Lotse. Piratenjagd. Mal sehen. Chance von 30% oder 25%. Ich nehme natürlich 30% die Chance. Spielstand gespannt. Das Seekadett macht nur Bewegungsgeschwindigkeit, aber besser wie nix. So, würfeln wir nochmal. Was nicht so knülle. Parkhüter, die hieß irgendwie Luise oder was, ne? Ne, Susanna mit H. Ja, Luise, Susanna. Fast das gleiche. Nicht wirklich. Für uns alle. Oh, ist das die Bladex? Wollen wir es hoffen? Bitte. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Das ist ein Scherz. Ja, der ist geil. Reparaturgeschwindigkeit erhöht, Reparaturradius erhöht. Ist ziemlich geil, wir brauchen es nicht. Schwarze Flagge haben wir doch schon. Ja, jetzt haben wir es zweimal. Guter Stelle nach Rumpf, ist es die Bloodex? Ja, Gott sei Dank. Wow. So, ich schick die jetzt nicht mehr weg, erstmal. Warum? Ja, weil die dann Moral mit noch weniger startet. Hä, wieso? Wenn du die jetzt wieder auf eine Mission schickst, dann hat die nicht volle Moral. Oder? So hatte ich das vor. Warum hatten wir dann vorhin nur so wenig, als wir gestartet sind? Weil die so stark sind, die Missionen. Weil dann, die ne? so schwer ist. Ja gut, dann schick sie auf die zoologische Expedition. Wir haben gerade sonst eh nichts anderes. Moral 100%. Ja, dann schick sie auf die zoologische Expedition, dann macht das. Da kenne ich nix, du. Warte. Wollen wir den von der Handelskammer nicht da lassen oder ist der bewusst da drin? Ich glaube, der war bewusst da drin. Okay. Aber ich kann den gleich mal. Ich wurschtel da noch ein bisschen rum. Okay. Ich fahr die mal zurück hier. Den kann ich rausnehmen. Haben wir rausgemacht. Das war gerade die Überlegung. Außer Kontrolle. Ja, genau. Wah! So, irgendwo fackelt was ab. Alter, die halbe Bude fackelt. Ja, da habe ich eine Feuerwehr zu wenig gebaut, aber das ist wieder so. Wir kriegen es wieder mit, wenn es zu spät ist. Danke für nichts, liebes Anno. Da wir es ja echt haben hier. Es fehlt an Holz. Da sind Schrauben in dem Hafen. War billiger, aber es sind Schrauben. Holz da. Nicht einzeln, wäre ich nicht mehr fertig. Für mich eh gleich wieder alles aufbauen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Diplomatie. Komm, du willst ein Geschenk. Ich weiß es. Nicht. Ich erkenne einen Schwindel, wenn ich ihn sehe. Ja, wir halten uns für Gott. Ja, der hat was anderes gesagt. Zu mir hat er gemeint, für wen halten Sie sich, Gott? Ja, so ein bisschen, ne? Kleines bisschen. Kitze keines. Okay. Holz hier unten und die Feuerwehren aufbauen. Ist das Schiff schon da? Aber gleich. Gut, nutze ich den Moment. Aber das geht nicht, weil es ein Bau ist.
und geh kurz Wasser lassen. Bin gleich wieder. Jo. So. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen, ja. Dann zeig mal her, wo die Kiste abgefackelt ist. Oh je, hier sieht's aus. Aha, warum können wir nichts bauen, weil wir kein Holz haben? Null Holz, ja, klasse. Ich merke schon. Qualitativ hochwertige Insel hier. Ach, da ist Holz. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Die Stadt ist attraktiver geworden, naja. Wenn man der ganze Schutt hier aufgeräumt wird. Spielstand gespeichert. Sieht ja alles aus hier. Wie sonst was. So. Hörst du mich? Ja, ne? Gut. Ja. Bereit für neue Befehle. Diese Stadt zieht helle Köpfe. Hast du die Bretter schon ausgeladen? Ja, braucht. Okay. Dachte nämlich gerade so. Wo sind die Bretter hin? Ich habe doch Bretter eingeladen. Ich bin doch nicht blöd. Alle heute schon repariert? Okay. Baue ich die Feuerwehr noch? Guck, noch kurz nach den hellen Köpfen. Ui! Ui! Hm, ist gut? Die ist super! Guck sie dir an, die ist ja der Wahnsinn! Genauso Ding brauchen wir. Und zwar 100 Mal. Wo stand die denn? Das hier. Die Waffenruhe wurde beendet. Das ist die Ermeglinda, die mir sehr, sprecht aus, wie ihr wollt. Expertin für Export. Bewegungsgeschwindigkeit 20%, Ladegeschwindigkeit plus 75% und minus 100 Frachtverlangsamung. Da kann man, glaube ich, die Schrauben einpacken. Oder? Für alle, die mitmachen wollen, ich habe gerade noch mal eine Umfrage im Chat gemacht. Wir können nämlich mittlerweile eine prächtige Ausstellung machen. Das würde ich mal als nächstes in Angriff nehmen. Wenn ihr euch hier beteiligen wollt, könnt ihr es gerne tun. Wenn ihr keine Lust habt, müsst ihr auch nicht. Oh, es kam wieder was zurück. Ja. Was fürs Rathaus, aber. Ohne geile Reichweite. Und die Rüstung ist auch geil. Die Rüstung ist nice. Haben wir eine Expedition? Ja. Wir haben einen botanischen Garten, natürlich. Wir haben ein Museum, wir haben einen botanischen Garten, wir haben einen Zoo. Ist alles da. Das Museum ist ein bisschen größer geworden, aber... Das Museum ist ein bisschen größer. Aber wir haben alles da. Ja, der Fitz geht bestimmt mit dir mal in... Wenn... Dings durch. Wenn hell ist. Dann ja. Kann kurz umschalten, wenn du möchtest. Nee, es ist doch gleich wieder Tag. Jetzt hör doch auf. Okay. Die zwei Sekunden kommt da jetzt an. Hatten die aus der Arbeitskleidung dabei. Was ist da los? Auf jeden Fall hier. Oh, wo packen wir die denn drauf? Die ist ja der Shit. Warum kriegen wir eigentlich keine Expeditionen mehr? Jetzt, wo wir sie brauchen.
So. Ich hab's in die HMS Ringelwurm 2 gesetzt. Ist die schnell? Achso, macht die auch Geschwindigkeit? Ja, aber hallo. Die macht 20% Geschwindigkeit. Ladegeschwindigkeit 75%, Frachtverlangsamung minus 100%. Gut, das haben die anderen auch schon über die Schrauben. Jetzt hat das Schiff eine Geschwindigkeit von 17,4 Knoten und ist voll beladen mit Rum. Die sind voll bis oben hin. Die Crew, der Laderaum. Ich glaube, schneller geht's nicht, oder? Schneller ich kann man. Ich noch tauschen, um ehrlich zu sein. Den Schiffspropeller-Zyklon gegen so einen anderen Lilan. Der auch 25 macht? Nee, der macht auch 15. Ach, 15? Ja, aber den gegen den anderen tauschen, weil von den anderen haben wir deutlich mehr. Das heißt, wir können den Zyklon und diesen anderen können wir parallel einsetzen. Jetzt fährt das Schiff auf jeden Fall einmal mit Pornogeschwindigkeit hin und her. Pornopropeller. Ja, 17,4 Knoten. Das 18. Jahrhundert. Voll beladen. Und immer noch Party. Klar, Partydampfer. Können wir eigentlich einen kaufen von denen, Neger? Ich guck, deswegen kaufe ich doch immer alle Schiffe. Oh fuck, wir müssen die Quest noch machen. Also, wahrscheinlich können wir sie nicht mehr machen, aber. Oh doch, es ist schon versenkt worden. Ist es? Ja. Wo? Von unseren Schiffen sogar. All die sagenhaften Länder. Botanischer Garten. Och, eins. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Egal, ich schieß mal los. Nein. Da kommt was Neues. Dann ist er weg. Ist ja auch doof. Ich nehme kurz unser Handelsschiff und sammle das ein. Geht das am schnellsten. Die anderen sind zu langsam und wir haben nur noch eine Viertelstunde, die Quest abzugeben. Versuche auch, so schnell wie es geht, manuell hinzufahren. Gucken, wenn wir da sind, müsste der eigentlich... Mal fahren wir dann hier hin. Danach sammelst du das da ein. Danach fährst du kerzengerade hier hin. Kerzengerade hier hin. Und dann nach da. Okay, ich habe die Ausdauer mal geklickt. Mal gucken, ob es passt. Ich hoffe, das ist die hier schon. Ist die Ausdauer da? Ah, wird echt knapp von der Zeit. So, jetzt wird's hell. Jetzt gehen wir mal durch die Pflanzen hier durch. 3, 2, 1. Ups. Bist du ganz vorne dann? Nee, ich bin oder jetzt. Dann laufen wir ganz vorne. Ich muss erst nochmal raus. Ich bin bei der Dings gelandet. Kann ich in die Gebäude hier eigentlich rein? Nein. Na, das ist ja dann auch langweilig. Wir wären dann so weit. Oh doch, ich kann rein. Kann nur nicht. Zeige musst du machen. Ich sehe noch nicht, was ein Gebäude ist. Wo bist denn du drinne gerade? Ja, ich bin noch bei der hier. Wie heißt das andere Gebäude? Museum. Achso. Ja, es brennt doch schon wieder, oder? So. Du bist einfach eine Frau. Soll das schon wieder heißen? So. Nix, du bist eine Frau in purpurnem Kleid. Natürlich wissen ja, Sie, was so, da ich hab bist Stil. So. Wo willst du lang? Da oben sind Palmen. Jetzt geht's zu den Palmen. Was? So, das, was wir hier sehen, ist eine Steinkoralle. Mir sieht's aus wie Seegras. Nee, ist eine Steinkoralle. Ach, dieser Riesenstein da, oder was? Ja, klar. Nee, die sind klein und gelb scheinbar. So. Sehe ich nicht, egal. Ja. Hier ist ein großer Baum. Ja, das ist ein Paranusbaum. Aha, okay. Gibt's oben noch was? Nee, da ist Schluss. Okay. Oder? Ja, da ist Ende Gelände. So, dann kommt hier irgend sowas. Ist es eine Thuja? Nee, das ist eine indische. Aber es geht nicht um das hier in der Mitte, es geht um die Pflanze im Wasser, okay? Genau, die indische Lotusblume. Okay, dann. Wieder so ein Baum. Genau, das ist ein. Banyan, eine Banyan-Feige. Okay, dann haben wir wieder diese indische Blume hier.
genau, das ist die gleiche. Hier kommt jetzt Musik und was spielen die? Irgendwas Unterirdisches? Anno 2070 spielen die, ach wie lustig. Genau. Ja. Siehst du das da? Oh, das ist ein Banner. Ah. Symphony of the Future. Ja, Tatsache. Cool. Die Feierlichkeiten sind jetzt da. Hier ist so ein komisches Boot. Genau, das ist die blaue Lotusblume. Die Menschen lassen sie hochleben. Okay, und was ist da hinten? Ah, ja, das ist schon wieder anders. Das ist das Museum. Kontrolle. Okay, ich muss hier raus. Irgendwas brennt hier ab und die Flammen sind wieder außer Kontrolle. Ja, geh doch ruhig weiter. Achso, egal. Hat sich verringert. Schade. Denn jetzt, ne? Hey, ist doch gar nicht, wo es brennt. Arschen. What? Ah, in unserer Hauptstadt brennt. Ja, deswegen. Wo sind denn die Feuerwehren? Da ist eine. Ja, aber das haben wir ja einfach vernachlässigt. Der Ölzug fährt durch. Also dann hätten wir aber halt noch einen roten Tiger-Lotus hätten wir noch gehabt im Angebot und eine amerikanische Lotusblume. Ganz viel Lotus haben wir hier. Genau, also ich gehe jetzt nimmer rein, gucken wir es nochmal von oben an. Oh Gott, das wäre noch ewig weit gegangen. Ah ne, nicht mehr so weit, ja. Nö, du warst schon oben am Lord-Ding. Was ist das hier? Heilige Moly, ach ne, heißt das dann Holy Moly? Im Englischen ja, oder? Vermutlich. Holy Moly, ja, sehr wahrscheinlich, da kommt das mal her. Aber den muss ich mir jetzt nochmal angucken, warte mal. Den roten Lotus oder den Baum? Die Dinosaurier. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Was ist das hier? Ein Museum, da steht nichts drin. Ja, also da muss ich sagen... Nee, das ist... Ja? Das ist eine leere Kapelle, dafür habe ich keinen Spielplan leider. Also ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen doof. Ich kann zwar in die Gebäude rein, da steht auch einer drin und stammt auf dem Boden rum, wahrscheinlich weil er sich genauso ärgert wie ich. Was bringt es, wenn ich hier reinlaufen kann, darauf, aber innen drin ist nichts animiert und ich kann nicht sehen, was da drin ist. Und hier ist es hier ein Labyrinth oder was? Nö. Also hier stehen wirklich Leute drin, die unterhalten sich, die fuchteln mit den Händen. Aber hier gibt es nichts, kann ich hier raus? Nee, bin gefangen. Also, entweder soll ich in die Gebäude nicht rein dürfen, oder ich kann rein und kann mir dann angucken, was da drin steht. Weil so ist es einfach nur für diesen Easter Egg Modus ein bisschen langweilig. Man muss dazu sagen, meckern auf hohem Niveau, weil Easter Egg Modus, ne? Na, Beute gemacht? Mhm. Diesmal hast du Glück gehabt. Oh, hat's geklappt, ja. Mehr Druck im Kessel. Irgendwo kann man diese Musikdinger auch kaufen. Bei ihr hier, oder? Bei der Madame irgendwas. Ich würfel gerade schon. Nee, würfel doch nicht. Ich bin noch gar nicht da. Ich fahr zwar hin, aber ich bin noch gar nicht da. Achso, du fährst aber hin? Okay. Hm. Ist der hier wieder da? Was hat Eli denn für uns? Nee, auch gerade am gucken. Die hat sowas nicht. Oh, der Korsar nehmen wir mit. Oder? Gerade eine Dampfschiffe nur. Nee, lassen wir. Handelskammer, temperamentvolle, beeinflusst Kraftwerk. Ja, würde ich jetzt nicht brauchen. Den haben wir schon. Den Otto da. Aber warte, wenn du würfelst, kann ich es nicht lesen. Teilweise schon. Ah, Würfel. Den Lotse nehmen wir mit. Den Matrose nicht. Den Lotse? Ja, können wir immer mal in billige Schiffe reinsetzen. Besser wie nix. 15% sind 15%? Ah ja, mach. Oh. Das ist auch geil. 20%.
Bewegungsgeschwindigkeit, Selbstreparatur. Captain Katja, immer mit. Ja, nimm mit. Ansonsten, was haben wir noch? Nichts Besonderes. Wir haben jetzt schon so oft durchgewürfelt, da müsste doch die Susanna jetzt schon längst einmal dabei gewesen sein. Würfel? Achtung, ich würfel. Achso, du? Okay. Das ist doch lächerlich. Es gibt manche, die kommen echt selten. Ja, aber der Doktor oder was? Nee. Nee, ich guck nur. Würfel nochmal. Also. Warte, alles, nee. Was die Königin von mir verlangt, ist die Ordnung. Ja, die Schauspielerin, die kennen wir ja. Brauchen wir ja nicht. Mhm. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh Gott. Okay, aber es brennt nicht. Ach, irgendwo schon. Ah, da oben. Oh, das andere haben wir nie repariert. Aber wir könnten jetzt in die Motorenproduktion gehen, oder? Schiff unter Beschuss. Ich denke schon, ja. Kommt da wieder einen auf Dicken machen hier? Oh ja. Aber mit einigen Kanonenbooten jetzt. Ziehen wir ein bisschen zurück. Ihr Hafen wird angegriffen. Neue Befehle? Ziehen wir noch eins runter. Ein großer Moment für uns alle. Du hast noch Flammen aktiviert. Das ist gar nicht so doof. Mhm. Dann zünd ich sie alle an. Ich zünd sie alle an! Nachtkreuzer bereit! Ah, es war klug, hier zwei Stück abzustellen. Oh, sie kamen zurück. Wie was? Was denn? Ach, mit so einem Schrott da kommen die zurück. Ah, oh, wieder so ein Flammenwerfer. Achso. Besser als nix. Ziehen wir den wieder hoch. Kann ich reparieren? Nein, noch nicht. Sammel mal ein. Lässt dich wieder ab. Du kannst nicht aufnehmen. Ja, dann liefer das mal hier ab, was du hast. Oder bist du schon im Handelsbereich? Du bist schon. Ja, bei dem Hafen da oben wäre es schwieriger gewesen. Da habe ich aber auch schon vier Kanonen aufgebaut, in weiser Voraussicht. Ist eigentlich soweit. Sieht's mit dem Rum hier aus, haben wir noch. Ja! Das, obwohl zwei Schiffe fahren. So, jetzt machen wir aber wirklich uns mal an die Motoren hier. Ich Blaupause mal. So, wir brauchen. Haben wir hier genug Kautschuk? Ich will ein volles Kautschuklager sehen. Doch. Geht zwar, es nimmt ab, aber nö. Passt schon. So. Das heißt, ach du Scheiße. Das schaffen wir nicht. Das heißt, ach du Scheiße. Nee, guck mal, die produzieren in 2 Minuten. Pro Dampfwagenfabrik. Ich brauche pro Dampfwagenfabrik, wenn die in 4 Minuten produzieren, brauche ich, in 2 Minuten produzieren, zu 30 Sekunden brauche ich 4 Stück. Wir bauen aber 2 Dampfwagenfabriken, brauche ich 8. Oder? Der Teufel fordert seinen Tribut. Mhm. 8, ja. Das ist krank. 8 Stück. So. Die brauchen Kautschuk und Holz. Müssen sich aus dem Lager holen. Das heißt, das setze ich siedlich irgendwo hier unten an. Ich Blaupause einfach. Guck mal, hier passt doch perfekt dran. 1. Ja, ach, wenn wir die alte sind riesig. Kriegen. Wenn wir die was kriegen? Wenn wir die kriegen mit diesen Glühfäden. Ja, wenn wir sie kriegen. Wir haben jetzt so oft durchgewürfelt. Ja, aber sie muss ja da sein.
darauf lasse. Ich will jetzt keine 30.000 Stunden noch länger in dem Spielstand warten, bis wir die mal... Da können wir es immer noch abreißen. Aber wir brauchen Baumstämme, wie blöd, das ist ja krank. Das Kautschuk reicht auch nicht. Bitte vergessen. Also ich kann auch Kautschuk anbauen unten und wir können ein zweites Handelsschiff draufsetzen, da könnte es reichen, aber... Das ist einfach übel. Ich meine, 8 Stück. 8 Stück? Das ist einfach pervers. Kann man ja anders sagen. So, wir gucken mal, reicht's von der... Wenn ich hier in die Straße lege, haben die Strom? Natürlich nicht. So, wenn ich hier verbinde, müssten sie Strom haben. Jo. Okay. So. Die brauchen... Achso, stimmt, die könnten sich davon... So weit kommen wir mit Strom nicht, das ist das Problem. Wir können dich upgraden. Das geht. Dann kriegt ihr hier nochmal eine Zugangsstraße. Können sich von da die Ressourcen von unten holen. Beziehungsweise der kann sich es von der Seite holen. Upgraden wir da auch nochmal einmal, komm. Wahrscheinlich noch einmal, weil wir da gleich noch andere Gebäude hinsetzen. Schiff unter Beschuss. Ich suche noch. Endlich geht es los. Endlich kann ich dich auseinandernehmen. Lass ihn durchfahren. Da wohin will er, kriegt auf den Sack. So, dann brauchen wir hier, also das sind 4. Dann brauchen wir eine Produktionsstätte dafür. Das ist riesig. So. Dann brauchen wir hier nochmal... Zweite. Ohne den Spaß des Erstickens. Okay. Reicht's noch mit Strom? Ja. Da ist für nichts mehr Platz. Schiff unter Beschuss. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Welchem Schiff? Zelopios. Ich versuche nochmal Honig ums Maul zu schmieren hier. Für wen halten Sie sich? Gott? Ja, wir sind Gott. Okay. Sorry, nee, wir müssen die andere Köhlerei ja auch noch abreißen. Und ich muss die Schienen umlegen, das dachte ich mir schon fast. Schiff unter Beschuss. Jetzt nervt es aber wieder irgendwie, ne? Auch weil wir das eine Schiff jetzt durchgelassen haben. Nervt das da oben. Naja. So, Schienen. Nein, ach scheiße. Okay, Moment. Das ist ja echt doof dann. Schiff unter Beschuss. Wieder da oben, oder?
Natürlich, Drecksack. Haut den weg und fahr dann wieder dahin. Wir schlingern ins Ungewisse. Das nervt er ja nur. Wenn's gleich wieder heißt Schiff unter Beschuss, dann bin ich dran schuld, weil ich das eingeleitet habe. Dann können wir mal auf Tag stellen. Ich bin gerade am Bauen und in der Nacht ist immer doof. Ja, Moment. Sag mir Bescheid. Schiff unter Beschuss. Das bin ich jetzt, wie gesagt. Ja, wir können auf Tag stellen. Okay. Das ist überhaupt in meine Nähe. Ah, nervt nicht. Also Morgengrauen, ja? Genau. Ab jetzt. Flotte erwartet Befehle. Flotte unterwegs. Haut den weg. So, alte Welt. Kann ich jetzt nämlich in der Nacht ist immer. Nacht ist schön anzusehen im Spiel, ja, natürlich. Aber. Oh, Higgins? Ist der Chat noch da? Ist der Stream noch da? Schreibt mal was. Spielstand gespeichert. Mein Router blinkt. Nicht? Okay, Lunilia schreibt noch was. Ich klicke mal auf Fortsetzen und warte, ob Higgins gleich wieder reinkommt. Das brauchen wir, die Straße brauchen wir hier jetzt gar nicht mehr. Liegt der anderweitig Strom. Dann hat es wohl Higgins Internet getrennt. Das kann mal passieren. Ach, du doofes Spiel. Darf ich das da nicht hinbauen? Das geht. Jetzt muss ich hier reingucken. Achso, das ist eine neue Expedition, einfach nur. Haben wir gerade eh kein Schiff, oder? Doch, hätten wir, aber... Überlasse ich Higgins, wenn er wieder da ist. Die Feuerwehr kommt auch noch überall hin. So, also ich würde sagen, es hat einfach sein Internet mal gekickt mit dem Router. Das kann passieren. Das sind die, das sind die. Ja, wir haben gar nicht die Baumstämme hier. Das wird nie was. Oh ja, die müssen wir neu aufbauen, natürlich. Nach dem Brand. Natürlich. Guck mal, bis er was schreibt. Hat er was am Handy vielleicht geschrieben? Jetzt brauchen wir noch 4 von den anderen hier. Allein die Baumstämme müssten wir importieren. Der Teufel fordert seinen Tribut. 3. Die Schienen sind's. Verdammt, ey. Alle Mann auf Gefechtsstation. Hallo, hallo? Ja. Hat's dein Ruder gekillt? Ja, keine Ahnung. Ich lade dich nochmal ein gleich, ne? Ich mach gerade nur zusätzliche Erfolgschance Gefecht hier. Mhm. Bla bla bla. Ja, gib mir mehr Brot, gib mir Brot. Hat nicht so gut geklappt. Okay, weiter. Jetzt kommen wir nochmal zum Mapseed, dann doch. Ganz auch, ich möchte direkt aufschreiben. So, speichern, annehmen. Ja, zum Titelbildschirm. Sieht er einmal rausgeflogen heute. Wobei ich nicht aus dem Spiel, sondern nur Streaming-PC. Ich glaube immer noch, das hängt irgendwie. Das ist glaube ich, kein Arbeitsspeicherproblem an sich. Das ist, glaube ich, echt ein Mainboard-Problem. Was ich da habe. Und ich musste einfach auf ein BIOS-Update warten. Das ist so lächerlich, wie lange das schon raus ist, ne? Diese Chipsätze. Das ist. Ich einladen. Ja, ich bin noch am Entladen.
Ich habe Titelbildschirm angeklickt. Ja, jetzt entlade aktuelles Spiel. Status. Oder ich muss mal kurz das Spiel beenden. Der verbindet sich gerade nicht. Okay. Was ich auch hasse, ich habe eine wunderschöne App, ein wunderschönes Programm für eine Erweiterung für den Browser. I don't care about cookies. Ich liebe es. Ich krieg nicht mehr angezeigt, wir haben aber Cookies. So, am Handy gibt's so Scheiße leider nicht. Jetzt gehe ich hier auf die Seite und guck gerade, ob es neues BIOS gibt. Gibt es leider nicht. Für das Mainboard, was ich im Stream-PC habe. Und da kriege ich erstmal, werde ich mit Cookies zu bombardiert. Ne? So, also Spiel laden. Das hier ist unser Spielstand. Oh, und ob ich da nochmal rein kann irgendwie. Nee, ich kann da nichts ändern, Higgins. Musst du es doch im Setup haben, oder? Du musst auch gespeichert haben. Wie gesagt, es steht da nicht drin. Kannst ja nicht anklicken. Ich kann es nochmal ergoogeln, was ich mir damals ausgesucht hatte. Was für eine Seed-Zahl. Ich weiß nämlich noch, welcher Text ungefähr da drin stand. Was man dann, welche Insel man nehmen soll und so. Aber wir kommen über das Spiel starten, Spiel laden erstmal nicht drüber hinaus. Kann ich dich wieder einladen, oder? Moment. Ja, kannst du. Okay. So, wir stummschalten alles. Dann Spiel starten. So, lese jetzt wieder 100 Jahre. Und herzlich willkommen beim Loading Simulator Anno 1800. Aber einem gewissen fortgeschrittenen Spielstand im Koop lädt er hier gerne mal mehrere Minuten. Higgins unterhält euch jetzt mit ein paar lustigen Witzen. Oh, das hätte mich vorher sagen. Nein, es ist Spaß. Ich meine, es läuft ja gut. Wie gesagt, das war jetzt ein Internetproblem von unserer bzw. von Higgins Seite. Da kann der Spiel nichts für. Wenn es einmal geladen ist, dann brummt's ja. Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Er spannt den wieder? Der ist vom Fenster. Ah. Was macht ein Pirat am Computer? Oh, den einen drückt die Enter-Taste. Ja, genau. Der ist alt. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, da sind wir wieder. Anno hat uns wieder. Wir haben Anno wieder. Die Waffenruhe wurde beendet. So, also wir müssen hier noch Baumstämme importieren, Higgins. Wahrscheinlich von der Hauptinsel, oder? Nee. Auf der Hauptinsel machen wir so gut wie keine Baumstämme. Wieso nicht? Dann würde ich eher sagen von Tin City oder so. Und da noch Holz abbauen, meinst du? Ja. Ja, dann machen wir doch eh eine Handelsroute. Stimmt. Ja, okay. Aber da ist doch eine Handelsroute mit... Das Problem ist, ich brauche... Warte mal. Ah, die arbeiten nur 2 Minuten, oder? Die arbeiten nur alle 2 Minuten, haben wir gesagt. Ah, nee, die arbeiten schneller. Weil sie arbeiten nur 1 Minute, weil sie unter Strom stehen. So, das heißt, 1 Minute mal 8. So. Und dann brauche ich... 2 Holzfäller, oder? Ja. Weil die schaffen 15 Sekunden. Spielstand. Mhm. Wir machen 4. 7,5. Dann haben wir noch ein bisschen Puffer, weil der muss ja transportieren, aber. Und die kosten ja nichts. Aber ja. Es wird so abartig hier. Es wird abartig. Ich sag's euch jetzt, es wird abartig. Moment, nee, eins, auch eins höher, die Dampfwagenfabrik. Jetzt kommt nämlich noch der letzte im Bunde. Also. Wieso nicht? Weiß immer noch nicht.
Das Problem ist gerade, ich habe gesehen, ich habe nicht mitgekriegt, was abgestimmt wurde. Aber soweit ich weiß, hat Lunendi ja für Wissenschaft und Innovation abgestimmt. Stimmt, da habe ich gar keinen Blick drauf gehabt. Das tut mir wirklich leid. Hab's gemacht und nicht mehr drauf geachtet, ey. Das ist echt schlimm. Wie geht's mit alt? Ja. So, wenn wir ein bisschen an den Schienen rumfuhrwerken. Man nennt mich auch Fitz den Schienenpfuscher. Lunedi aber oft dabei. Die den größten Scheiß verschient habe. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja, ja. Und, oh. Ja. Oh. Aber mehr Besuche, 15%. Das ist echt witzig. Ohne Scheiß. Wir haben mittlerweile so viel, was uns nochmal pusht, wir könnten das wirklich bauen. Also eine Hafenmeisterei und dann alles reinsetzen, was irgendwie für Rathaus-Items, die Hafenmeisterei-Items. Da haben wir hier Attraktivität plus 25, 15% mehr Besuche. Aber noch irgendwas hier, warte mal. Was auch nochmal irgendwas bringt mit Besuche, oder? Ich da gerade geirrt. Okay, wir haben doch nur eine. Oder wahrscheinlich auf einem anderen Hafen, wahrscheinlich in Cap Trelawney. Trelawney. Aber ja, okay, gut, dann vergiss es. Schienen. Haben wir es umgelegt? Gut. Dann jetzt das letzte hier im Bunde. Nein. Blaupause. Ist eher die Frage, ob ich noch ein Lagerhaus brauche. Jo, mindestens. Shit. Okay, die Hochradwerkhalle. Ist es egal, wo die Hochradwerkhalle steht? Ja, ne? Was macht die denn? Die nimmt sich Kautschuk und Eisen irgendwo aus dem Lagerhaus. Dann kommst du da jetzt weg, weil da, wo du stehst, stinkst du. Können nämlich nicht ablagern. So, doch geht. Ja, geht. Kein Wohnhaus. Ja! Wohnhaus rein. So, da noch hin. Was fehlt uns denn? Fenster. Okay, also ich bin jetzt mal hier und ich würfel hier. Was ist das hier denn? Ein Museum. Seine Pforte nicht für jeden. Mehr Druck im Kessel. Entschuldige, falls ich gleichgültig wirke. Haut mich nicht vom Hocker, was die hier verkauft, die Madame Galerina hier. Na. Klebenfuchs. Menschen sehen, was sie sehen wollen. Nee, okay. Ich brauche das Schiff jetzt eh. Oh, hier ist noch eins zum Verkaufen. Ja. So, und du fährst mir jetzt hier hin. Bitte. Dann dahin. Alle stehen bereit. Leinen los. Ist hier gerade ein Würfeln bei dem oder was? Hab schon durch. Oh, 120. Ups. Ja, jetzt. Ja, trotzdem. Gut, ich würde gerne mit dem zurückfahren. Da kann ich nämlich auch mal Fenster transportieren. Kurz nach unten. Die Leute ablagern erstmal. Dann passt das soweit. Expeditionsdampfer ist da, aber keine Expedition mehr. Nee. Eine archäologische noch. Aber drei Schädel für Archäologie. Für
Doch, ist doch gut. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, perfekt. Aber wir haben doch alles voll. Ah, nee, aber noch nicht. Aber nicht? Okay. Dann können wir die noch nutzen. Ich werde niemals seekrank. Der braucht jetzt auch ein bisschen, bis der dann da ist, ne? Ne. Frachtschiff steht bereit. Jetzt hat sie zwei Pyro-Dinger. Schiff unter Beschuss. Ja, ich muss sie kaufen und verkaufen. Ne? Jeweils beide. Es war teuer mit 700.000. Aber... Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Wo denn? Was hier unten? Ja. Dafür klicke ich mir die Finger dreckig. So, ich kaufe das andere Schiff auch, ne? Und verkauf's. Diese zwei Feuerdinger, dann können wir wieder neues bauen. Die sagenhaften Länder existieren wirklich. Weil ich auch Lust hätte, ein bisschen beim Schwarzen einfach rumzufahren, alles niederzubrennen. Rettungseinsatz. Gibt's dann auch. Ja, geil! Rettungseinsatz, ja, Mann! Ich will ja, diese geil. Den habe ich jetzt schon weggeschickt. Ich weiß. Komm. Ja, guck, geht schon weiter. Wie? Achso. Schiff unter Beschuss. Bin ich wahrscheinlich. Hä? Achso, was? Neue Befehle? Wieso? Hä? Was hätten der für einen Bock mit zusammen? Auf dich hier unten, bitte. So, du ladest ja, mir ein. Ertränke meine jämmerlichen Seeleute. Ja, waren es doch gar nicht, oder? Waren das? Ja, doch. So nebenbei geschossen. Kurs gesetzt. Hey, was macht denn der? Achso, denn. Was verkauft? Hast du gekauft und verkaufst du jetzt auch. Genau. Guter Plan. Wie gesagt, es sind zwei Brandschiffe. Und der hat noch viele Segelschiffe, der Schwarze. Also einfach, ich hätte. Aber der hat halt überall dicke Bertas. Und zwar zwei. Sogar. Ja, nee, schade. Sonst würde es da echt Spaß machen, ein bisschen was wegzufackeln. Aber so verkaufen wir die halt. Ja, dass wir wieder neue Schiffe spawnen können, dass die Spawnpunkte wieder frei sind. Ach, seine Zeitung, ein Traum. Pünktlich auf die Minute, wie immer. So, wie gesagt, dann machen wir zwar Verlust, aber wir machen so viel Gewinn. Aufgeschissen. Kann ich dir helfen? So ja, ungefähr die Hälfte verlieren wir. Schiff unter Beschuss. Fährst du einem noch hinterher? Ja, ne? Nö, das ist der Expeditionsdampfer. Ach so. Der ist auf Expedition und fährt hier quer durch den Schwarzen durch. Immer drauf? Er schießt auf alles. Nicht gut. Er fährt ja dem V quasi hinterher. Wenn er nebenbei den noch wegschroten würde, wäre natürlich richtig gut. Könnte sogar passieren. Weil er wird bald langsamer. Er wird schon langsamer. Mhm. Hast du Waren ins Wasser geschmissen? Sehr wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Okay. Aber die da rumdümpeln. Deswegen so. Warte, ich muss noch eins verkaufen können jetzt. Zack. Mal wieder ein bisschen Einfluss zurück. So. Du bist da, du holst mir auch nochmal Fenster, bitte. Was nicht leiden kann, ist, dass es an Fenster fehlt. Die Feierlichkeiten sind beendet. Oh, warte mal. Stahlbeton noch. Die Attraktivität. Wir brauchen garantiert Stahlbeton. Na, haben wir schon noch 75. Ich brauche bestimmt für jeden Scheiß Stahlbeton. Hä? Wo ist das Schiff hin? Ach, es ist nie losgefahren. Okay.
Wahrscheinlich braucht das alles Stahlbeton hier, ne? Ja, ich kann nochmal Stahlbeton holen. So, hier können wir schon mal die Holzfäller an den Start bringen. Ah, hier ist zum Beispiel Platz dafür. Grain werde ich einmal ab. Das Haus Harlow braucht dich jetzt. Okay. Komm bloß nicht mit leeren Händen wieder. Ja, seine Fregatte, das passiert wieder passiv. Ah, ja, vermutlich. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. So, die sind schon mal weg. So, Holz habe ich gemacht. Zweimal, ich jetzt gerne noch ein drittes Mal. Bist du hier stark ausgelastet? Nicht wirklich. Ich stelle mal auf Morgengrauen um, ne? 3, 2, 1. Weil ich muss hier gerade... Hier war es gerade super dunkel vom Berg. Ich sehe ja hier fast am Morgengrauen schon nichts. Ich mach dir Beine, du Schnecke. So, ich habe jetzt 3 gebaut. Und 4, ne? Schiff unter Beschuss. Öldampfer. Was? Kanonenboot oder was? Süß. Ich habe ihre Schnauzen ganz tief in deinen Gestank tauchen lassen. Wie süß. Wagen Sie es nicht, mich hinters Licht zu führen. Er will nicht. Er will einfach nicht. Wahrscheinlich, weil wir mit der anderen so gut stehen. Die zwei mögen sich ja auch nicht. Wahrscheinlich ist es das. Könnte sein, ja. Weil wenn ich den einen Schiff abballe und umgekehrt, dann sagen sie ja, jawohl, toll. Jawohl, toll. Menschen lassen sie hochleben. Ja. So, Handelsroute anpassen. Du holst mir hier... Kohle. Da. Du holst Messing 3-mal ab. Du holst nur noch 3-mal Baumstämme ab, Bill. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. So. Er ist gerade nicht gerade unterwegs. Nee. Warum hat der Arbeitskleidung dabei? Kann ich die bitte über Wasser über Bord schmeißen? Mach doch. Haben wir schon die ganze Zeit, warum wir die rumschwachen. So, Stahlbeton bitte. Volle Ladung, Stahlbeton holen wir jetzt ran. Wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ach, wie doof, eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Jetzt habe ich nicht umgestellt, egal. Wieder aufgebaut? Okay. So. Kisten unter Deck. Ja, ist echt ein bisschen langsam hier, der Junge. Der könnte ein paar Leute gebrauchen. Spielstand gespeichert. 15% Geschwindigkeit hier, 10% Geschwindigkeit. Und wo ist der andere? Der Lots oder wie der hieß? 10%.
Oh, haben wir gar nicht mehr. Die Insel eines Konkurrenten doch da. Wird belagert. Und nochmal 15%. Boah, das ist okay. Schiff unter Beschuss. Bist du leicht ins Feuer von 5 Türmen und 2 Schiffen? Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in uns. Oh, Waffenstillstand, dann ist wieder Ruhe. So, was wohl denn jetzt? Schiffe sind nie für die Ewigkeit. Frachtschiff steht bereit. Das ist voll die bekloppte Aktion. Ich fahre mit der Auster einem Handelsschiff hinterher, nur um den 2 Leute reinzupacken. Och, jetzt bleibt doch stehen, ey, jetzt passt. Ich hätte nebendran fahren müssen, das war mein Voreinschub. Fahr doch jetzt nebendran, Junge. Kisten unter Deck. Wir schlingern ins Ungewisse. Wieder? Achso, eine neue Mission, ne? Die haben wir nicht angenommen. Okay. So, Stahlbeton. Wie viele Baumstämme sind hier schon? Das finde ich aber wahrscheinlich mehr als genug, ne? Naja. Jetzt haben wir so ein bisschen Puffer auf der anderen Insel, dann haben wir anfangen. Ich baue das gleich, Higgins, ne? Wir kriegen gleich die Wagen. Okay. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Also gut funktionieren wird. So. Ich brauche nur noch ein bisschen Stahl, bitte. Oh fuck. Oh fuck, Herr Gänze. Wir brauchen noch ein paar Arbeiter. Wie sieht's aus? Bist du noch fit? Wie lange wollen wir noch machen? Ja. Okay, dann mache ich jetzt nochmal einen Cut für YouTube. Ich spiele noch weiter. Bleibt im Stream dabei. Macht uns noch großen Spaß. Aber für die YouTube-Aufnahme ist an dieser Stelle jetzt Schluss. Für alle, die es nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitz Fuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.